In diesem Video möchte ich euch gerne einen Red Bull Krustenbraten zeigen. Genau, ihr habt richtig gehört, Red Bull Krustenbraten. Wie der Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind auch schon die Zutaten, die wir brauchen. Und zwar auf der linken Seite seht ihr Lauch, dafür brauchen wir einen Bund. Hinten haben wir jetzt ein bisschen Bacon Goodness von Utenheim Barbecue von Jörn. Dann brauchen wir natürlich für den Red Bull Krustenbraten ein richtig schönes Stückchen Bauch. Das ist jetzt hier in dem Fall ein Stofferico Bauch von Your Beef. Dann haben wir ein bisschen Olivenöl für einen Red Bull. Krustenbraten gehört natürlich auch Red Bull dabei. Da brauchen wir ungefähr eine Dose, eine mittelgroße Zwiebel und drei Knoblauchzehen. Mit dem Gemüse geht es jetzt erstmal weiter. Das Gemüse ist jetzt schon in dem Zerkleinerer drin. Und was wir jetzt als nächstes machen, und zwar ein bisschen Olivenöl reingeben. Ich sage jetzt mal 2 bis 3 Esslöffel. Das dauert jetzt ein bisschen. Da muss da natürlich auch noch Gewürz dran, obwohl das halt an Gewürz schon genug ist, was da drin ist vom Gemüse her. Ich nehme hier dennoch einen Esslöffel ungefähr von dem Bacon Goodness. Und jetzt natürlich, ich sage jetzt mal einen Schluck oder 2 Schlücke Red Bull und vermenge das Ganze. Und ihr werdet dann später sehen, wenn es von der Flüssigkeit nicht reicht, dass ihr dann mit dem Red Bull einfach nochmal nacharbeitet, dass die Masse da drin halt ja etwas homogener wird. Als nächstes, nachdem ihr die Marinade gemacht habt, müsst ihr natürlich den Bauch reinschneiden. Dazu ein ganz scharfes Messer nehmen und dann jetzt den Stofferico Bauch halt hier hinten auf der Fleischseite richtig ordentlich einschneiden. Da könnt ihr ruhig so tief wie es geht gehen, allerdings nicht zu tief. Weil ich sage jetzt mal, ich sage bis kurz vor der Schwarte ungefähr und mache dann hier oben kleine Vierecke. Wenn ich die geschnitten habe, dann geht es gleich mit der Marinade weiter. Als nächstes, was wir machen, und zwar den Schweinebauch als solches auf eine Art Salzbett zu legen. Dazu den Schweinebauch einfach hier auf das Salz legen. Ich habe das jetzt hier in so einer Aluschale schon mal vorbereitet. Da einfach mit der Schwarte, die ich vorher noch nicht eingeschnitten habe, drauflegen. Das hat nämlich folgenden Grund. Dann zieht die Schwarte nämlich schon mal Feuchtigkeit und dann kann alles in Ruhe einziehen. Geht es dann jetzt erstmal weiter mit der Marinade. Die Marinade kommt natürlich oben auf die Fleischseite rein. Dazu halt diese Vierecke, die wir geschnitten haben oder die ich gerade geschnitten habe, schön beiseite machen. Marinade ein bisschen draufkippen und dann ordentlich ins Fleischinnere einreiben und dann kommt das Ganze für die nächsten 12 bis 16 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns am Grill wieder. Ich bereite den Grill derweil schon mal etwas vor auf indirekte Hitze. Das heißt, ich habe jetzt in der Mitte ein Glutnest gemacht und da mache ich jetzt folgendermaßen das Smokewood, den Rum rein. So 2 Chunks habe ich mir überlegt, die lege ich jetzt hier unmittelbar in der Nähe von dem Glutnest und bereite jetzt wie gesagt den Grill auf indirekte Hitze vor. Der Grill ist jetzt wie gesagt vorbereitet, die Chunks sind drauf und was wir jetzt als nächstes machen müssen, und zwar im Prinzip eigentlich nur den Bauch auf den Grill legen, dazu die Fleischseite nach unten und ihr seht jetzt hier oben drauf ist jetzt noch richtig viel Salz. Das wische ich jetzt derweil ein bisschen ab und die Schwarte wird auch nicht eingeschnitten, aber ich wische das jetzt ab und dann bleibt das jetzt für die nächsten, ich sage jetzt mal 2 Stunden bei 160 bis 180 Grad drauf. Das Salz ist jetzt, wie gesagt, entfernt und ja, was ich vorhin schon sagte, bei, ich sage jetzt mal 160 bis 180 Grad die nächsten 2 bis 2,5 Stunden. Dann gucken wir nochmal nach. 2,5 Stunden sind jetzt genau rum, wir schauen einmal nach. Beim Mono ist es halt immer wichtig, ganz bisschen Luft erst rein fließen lassen und perfekt. Ich mache jetzt einmal den Schwartentest. Ja. Perfekt. Habe ich jetzt runtergenommen. Es hat jetzt eine Minute geruht und jetzt heißt es anschneiden. Und jetzt seht ihr das hier auch in dem Bereich, wo ich halt das eingeschnitten habe. Da kann man perfekt mit dem Messer einmal reinfahren. Ein bisschen festhalten und ihr hört es halt schon selber. Die Schwarte ist halt einfach knusprig. Ich schneide das jetzt weiter auf, mache ein Tellerbild und ja, dann ist der fertig. Ja, ihr habt selber gesehen, die Kruste ist halt wirklich perfekt geworden. Und ja, das war's. Das Rezept zu den Red Bull Krustenbraten. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder das Rezept gefallen hat, gebt mir einen Daumen wie immer für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte schaut einfach auf tobias.grill.de nach.